Nächste Rednerin ist Romana Deckenbacher. Sie kommt ebenso von der ÖVP. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, alle zwei Jahre wird uns der Gleichbehandlungsbericht vorgelegt, in dem unter anderem festgestellt wird, inwiefern Gleichbehandlungsgesetze auch eingehalten werden. Und die zuständige Kommission und Anwaltschaft sind großartige Institutionen, in denen sich Expertinnen und Experten für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft einsetzen und damit auch eine ungemein wichtige Arbeit leisten. Ja, und über 4000 Mal hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft Menschen zu Diskriminierungsfragen beraten, rechtlich unterstützt und oder auch informiert. Auch von meiner Seite hier vielen Dank dafür. Dieser Bericht umfasst viele Bereiche und erlauben Sie mir, nur auf einige näher einzugehen. Aus den Beiträgen der Interessensvertretungen war zu entnehmen, dass in Österreich trotz des Verbots und der damit natürlich auch verbundenen Sanktionen sexuelle und geschlechterspezifische Belästigungen noch immer sehr stark verbreitet sind. Und gerade am Arbeitsplatz erfahren mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen sexuelle Belästigung. 38% der Arbeitnehmerinnen wurden mit abfälligen Bemerkungen konfrontiert und ja, 12% erlitten körperliche Übergriffe. In solchen Fällen ist die Präventiv- und Sensibilisierungsarbeit ungemein wichtig. Und es ist daher dringend notwendig, auch sexuelle Belästigung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu enttabuisieren. Am Arbeitsplatz tragen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hier eine ganz besondere Verantwortung. Und im Bedarfsfall bietet die Gleichbehandlungsanwaltschaft auch Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zum Umgang mit Vorfällen im Zusammenhang sexueller Belästigung. Im Gleichbehandlungsbericht wird aber auch darauf hingewiesen, dass das Frauenbudget erhöht werden muss, um die Angebote gerade in Frauen- und Mädchenberatung und im Bereich des Gewaltschutzes auszubauen. Und die Frau Bundesminister Raab hat das heute schon erwähnt, Gewaltschutzpolitik ist für sie ein wichtiges Element der Frauenpolitik und vieles ist in diesem Zusammenhang bereits passiert. 177 Projekte wurden allein aus dem Frauenressort unterstützt und gefördert. 90% der Bezirke gibt es Frauen- und Mädchenberatungsstellen, es gibt Frauen-Helplines und Gewaltschutzprojekte und vieles mehr. Und einmal möchte ich hier noch einmal darauf hinweisen, dass es Frau Bundesminister Raab gelungen ist, eine Erhöhung zu erzielen. Und für das Jahr 2021 wird das Frauenbudget 14,6 Millionen Euro betragen. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren der SPÖ, das ist die größte Erhöhung des Frauenbudgets seit dem Jahre 2010. Seit dem Amtseintritt unserer Frau Minister das Frauenbudget fast 43% betragen. Meine Damen und Herren, wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt natürlich noch einiges zu tun. Und hier möchte ich auch noch einmal ganz klar feststellen, Diskriminierung in welcher Form auch immer hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Danke. So, Romana Deckenbacher von der ÖVP mit lobenden Worten für die Budgeterhöhung im Frauenministerium.